Guten Morgen zusammen. Tag 7 des Caravansalons 2022 in Düsseldorf. Mich hat es nicht zu Hause gehalten. Ich war ja am letzten Wochenende schon hier. Jetzt bin ich heute, dem Donnerstag, nochmal gekommen, weil es gibt ein paar Abonnentenwünsche. Da würde ich gerne drauf eingehen. Wir haben jetzt 9 Uhr. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal einen Kaffee trinken. Hier ist alles noch schön leer. Und dann soll es losgehen. Ich werde auf jeden Fall durch die Hallen marschieren, mal einfach ein bisschen draufhalten. Wenn ich irgendeinen tollen Rabatt sehe oder irgendwas, was interessant sein könnte, halte ich drauf, frage ich nach. Seid also gespannt, bleibt dran. So Leute, Kaffee getrunken. Ich bin jetzt auf dem Weg zu Knaus. Da werde ich mir die Frage beantworten lassen. Ich suche mir mal jemanden, der sich damit auskennt. Und ich denke, das werden wir hinkriegen. So Leute, ich bin jetzt bei Knaus angekommen, habe mir den Jürgen geholt. Der kennt sich bestens aus. Ich stelle ihm mal die Frage vom Frank. Wie verhält es sich mit den Anschlüssen auf dem Campingplatz? Gibt ja noch einige Plätze, welche eine sehr geringe Ampere-Absicherung haben. Gibt es da eine Faustregel, wie viel Ampere die Sicherung auf dem Campingplatz haben muss? Also wenn ich alles am Laufen habe, Klimaherd und so weiter. Was sagt denn der Frank dazu? Der Jürgen. Ah, der Jürgen, Entschuldigung. Alles gut, meine kein Problem. Also wir haben in unserer Steuerung, wir haben eine sehr smarte Steuerung eingebaut bei diesem Fahrzeug, ja, bei den E-Power-Fahrzeugen, und haben berücksichtigt, wenn der Campingplatz, kann ja in Italien, Spanien sind die Absicherungen ja nicht immer so hoch ausgeführt wie bei uns oder wie es der europäische Standard eigentlich verlangt, ja, wo man normalerweise die 16 Ampere Absicherung braucht, berücksichtigen wir im Bereich, zum Beispiel die 6 Ampere sind von Haus aus in der smarten Steuerung berücksichtigt, wenn ich das Fahrzeug anstöpsel. Ja. Alleine über Landstrom anschließen, setzt sich diese Steuerung auf 6 Ampere, ja, den Modus. Den kann ich umstellen mit einem einfachen Kippschalter auf 10 oder 16 Ampere. Und mit diesem Umstellen von dem Modus werden verschiedene Priorisierungen freigeschaltet. Das heißt, bei 16 Ampere habe ich die höchstmögliche Absicherung und dann auch verschiedene Leistungsstufen verfügbar. Da gibt es ein eigenes Diagramm, wo man relativ schön ablesen kann, was denn gleichzeitig funktioniert. Ja. Und in der Priorisierung haben wir immer berücksichtigt, dass der Kühlschrank, der muss immer laufen, den darf man nicht abschalten. Die Innenbeleuchtung, die muss immer laufen, die ist immer in der höchsten Priorität eingestuft. Und nacheinander, wenn man zum Beispiel bei 6 Ampere die Absicherung anschaut, dann kann ich natürlich nicht kochen, heizen gleichzeitig. Das sind die größten Energieverbraucher. Deswegen, sobald ich habe zum Beispiel die Klimaanlage laufen, ich mache das Kochfeld an, dann wird immer über diese Kanäle, das sind mehrere Stromkanäle, der Strom gemessen, der momentane Verbrauch gemessen. Und wenn eine dieser stärkeren Verbraucher zu viel verbraucht, wird das weggeschaltet. Das heißt beim Kochen, ich drehe das Kochfeld auf, habe zugleich die Klimaanlage laufen, wird die Klimaanlage weggeschaltet. Ja, okay. Temporär in der Zeit, in der ich koche. Wenn ich das Kochfeld wieder ausmache, geht die Klimaanlage dann auch wieder an. Hört sich ja gut an. So ist das Ganze gesteuert. Klar, wir können die Physik nicht ausschalten. Ich kann mit, je nach vorhandener Absicherung, halt nur verschiedene Leistungsstufen dann auch nutzen. Ja. Das heißt, Kochfeld kann ich nie bei 6 Ampere beide Kochplatten nutzen. Das heißt, ich kann nur ein Kochfeld bei 6 Ampere verwenden bis zur Kochstufe 5. Wir haben 9 Kochstufen. Bis zur Kochstufe 5 bei 6 Ampere kann ich das Kochfeld nutzen und bringe damit auch Wasser zum Kochen. Okay, und das war uns wichtig. Wenn ich das rausmache, dann laufen die anderen Geräte wieder. Genau. Ja, perfekt. So ist die Steuerung gedacht. Eigentlich ganz smart ausgeführt. Super, dann hoffe ich, dass wir die Frage gut beantworten könnten. Ich bedanke mich beim Jürgen, wünsche noch eine schöne Messe. Danke ebenfalls. Bis demnächst. Ja, tschüss. Ciao. So, wie ich finde, eine sehr ausführliche Antwort vom Jürgen. Ich denke, damit kann jeder was anfangen. Und ich hoffe, die Frage ist damit wirklich ausführlich beantwortet. Jetzt geht es weiter in Halle 4. Auch da gibt es Abonnentenwünsche.
Und da schauen wir mal, ob wir auch die beantwortet kriegen. Ja, es ist wieder warm. In den Hallen ist es stickig, draußen ist es noch kühl. Gefährliche Kombination. Ihr hört, die Messe ist geöffnet. Wir haben 10 Uhr. Aber ich denke mal, heute ist trotzdem nicht so voll wird. Ich hoffe es zumindest. So, raus hier. Einmal abkühlen und gleich geht es in Halle 4 weiter. So, was mir gerade noch einfällt, ich denke, das habe ich völlig übersehen. Vielleicht wissen ja auch einige gar nicht, was E-Power bei Knaus überhaupt ist. E-Power sind Wohnwagen, die kein Gas mehr haben. Das heißt, Heizung läuft über Strom und Herdplatten laufen über Strom. Ja, ich hoffe, dass ich das damit ausreichend erklärt habe und jetzt geht's in Halle 4. In Halle 4 angekommen, jetzt sind wir bei Weinsberg, ich drehe euch mal um. Die haben ja eine ganze Reihe an Wohnmobilen. Kann man mal kurz reingucken in so ein Ding. Ich drehe mich mal um, wo hier vielleicht mal gerade eins frei ist. Einfach mal einen Blick reinwerfen, wie das so aussieht. Ja, jetzt sind sie gerade alle voll irgendwie. Ach, da ist noch ein kleines, da können wir mal reingucken. So, X-Kirschen. Schauen wir doch mal in Weinsberg. X-Kirschen Edition. Wir haben hier ein VW. Wir haben hier so eine kleine Dinette. Wir haben hier ein Bett. Schiebebett über der Fahrerkabine, kleine Küche und noch ein richtig schönes gemütliches Bett hinten, sieht gar nicht schlecht aus. Was haben wir denn hier? Da haben wir eine Dusche hinter, wie cool ist das denn? Wollen wir mal hoch machen hier, ob das geht? Ja, die Dusche funktioniert zurzeit nicht. Ah, okay, alles gut. Wollen wir mal ganz kurz reinfüllen. Alles gut, vielen Dank. Ist im anderen Wagen, sonst eben anlaufen. Okay. Dankeschön. Damit gehen wir wieder raus. Gucken einfach mal weiter. Gehen jetzt mal Richtung Wohnwagen. So, liebe Yvonne und lieber Mike, wir stehen jetzt hier vor dem Weinsberg Caravan 390 PUH, nicht PHU, wie ich es mir aufgeschrieben habe. Den wolltet ihr gerne sehen. Das heißt, ich zeige jetzt mal von außen und dann gehen wir mal rein. Und die technischen Daten sage ich euch natürlich auch. Wir haben hier eine Knott-Anti-Schlingerkupplung. Dann öffnen wir mal den Deichselkasten, wenn das möglich ist. Schauen auch da mal rein. Sehen Platz für zwei Gasflaschen. Sehen ein Abwassertaxi. Und sonst sehen wir hier nichts. Aber viel Platz und vor allem hoch. Okay. Machen wir das Ding wieder zu. Dann gehe ich mal rum, zeige das schöne Teil mal von außen. Von hinten. Also wirkt sehr schnuckelig, klein und wirklich schön. Okay, dann gehen wir zu den technischen Daten. Wir haben hier den Caravan 390 PUH 2023. Was haben wir denn für technische Daten? Wir haben eine Breite innen von 2,16 Meter, eine Höhe innen von 2,09 Meter. Also hier können auch wirklich große Personen drin laufen, ohne sich bücken zu müssen. Wir haben eine Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand 1040 Kilo, tatsächlich Fahrzeugmasse 1118 Kilo, technisch zulässige Gesamtmasse 1500 Kilo und eine maximale Zulademöglichkeit von 382 Kilo. Das ist wirklich viel. Also das muss man definitiv nicht auflasten lassen. Wir haben 4 Schlafplätze. Der Rest interessiert uns jetzt nicht. Wir haben einen Gesamtpreis in der Serienausstattung von 18.530 Euro und inklusive Sonderausstattung 24.290 Euro. Ja, dann schauen wir uns das Ding mal von innen an. Sehen die Tür. Die ist relativ einfach gehalten, leider nicht teilbar. Haben unten ein Netz, haben oben noch eine Ablage. Möglichkeit, eine schicke Türklinke und damit gehen wir mal rein. Dafür gehe ich mal direkt durch, zeige euch hier diesen richtig schönen Küchenbereich.
Das wirkt nämlich mal richtig edel. Ich schwenk einmal rum. Geil ist dieses Fenster, dieses geschwungene Fenster über dem Küchenbereich. Ihr habt das richtig schön hell. Dann haben wir hier auf der rechten Seite einen hohen Schrank mit drei Ebenen. Darunter noch mal einen Schrank mit drei Ebenen. Wie ich finde, eine schicke und auch gut gearbeitete Arbeitsplatte. Sieht alles sehr wertig aus. Ich öffne mal die Schublade. Ja, hier hört man jetzt wieder, dass es keine Premium-Qualität ist. Ihr seht, das wackelt ein bisschen. Aber ich sag mal, das ist völlig in Ordnung in der Preisklasse. Wir haben noch eine Schublade und ganz unten noch eine. Haben links daneben einen großen Schrank. Gasabsperrhähne, ein schicken Herd von Dometic mit drei Flammen, schön weit auseinander. Haben ein schönes tiefes Waschbecken, das heißt, wenn man hier drin abspült, tropft nichts raus, spritzt nichts raus. Sehr gut gemacht, da hinten eine großzügige Ecke, wo man dann wahrscheinlich auch, nein, leider nicht die Kaffeemaschine unterbringen kann. Leute, das finde ich ein bisschen schade, dass hier keine Steckdose ist. Das finde ich einen echten Nachteil. Vielleicht kann man das nachrüsten, ich weiß es nicht. Links daneben haben wir einen Kühlschrank. Slim Tower, 133 Liter. Auf einer Seite zu öffnen von Dometic. Der ist wirklich sehr groß. Da passt für zwei Personen, sage ich mal, auch für drei Personen, ja auch für vier Personen mehr als genug rein. Da oben die Möglichkeit, was abzustellen, wie zum Beispiel so eine Pflanze. Und unten das von mir immer als Hundefutterfach betitelte Fach, in das man noch ein bisschen was erstauen kann. Links daneben, ich gehe mal ein Stück zurück, damit man das auch sehen kann, haben wir eine ganz schöne kleine Garderobe mit zwei Haken. Dahinter verbirgt sich das Badezimmer und hier drüber noch ein Heki zum Lüften. Wir machen weiter, öffne mal die Badezimmertür, dafür müssen wir rumgehen und sehen ein schickes, ja doch, nobel aussehendes Bad, muss ich sagen. Wir haben Fenster, wir haben Heki, das ist sehr schön, weil man hier Durchzug machen kann, wenn es mal stinkt. Wir haben wieder die drehbare Dometic-Toilette, finde ich sehr gut. Wir haben ein Fach, in das man was reintun kann. Wir haben einen Toilettenpapierhalter, wir haben ein Waschbecken, unter dem noch zwei Schränke, ein Schrank sich verbirgt. Da kann man einiges einlagern, wie Haarspray, was weiß ich nicht alles, Handtücher, sehr gut. Und man hat es nicht immer im Blick. Und über der Toilette nochmal einen kleinen Schrank für, ja, auch nochmal Haarspray, Parfüm, Deo, Zahnbürste, Zahnpasta, Pipapo. Rechts darüber einen Kleiderhaken und über Eck nochmal einen. Sehr schick. Wir haben ja auch eine Duschvorrichtung. Ja, aber Leute, wenn ihr meine Videos guckt, lasst das sein. Das ist alles eng, das klebt am Körper. Benutzt lieber die Toiletten, die Sanitärmöglichkeiten auf den Campingplätzen, die doch mittlerweile sehr gut sind. Dann holt ihr euch auch nicht die Feuchtigkeit in den Wagen. So, zu allerletzt haben wir oben noch eine Stange, wo ihr feuchte Sachen aufhängen könnt. Sehr schön, sehr gut mitgedacht, Weinsberg. Wir machen die Tür wieder zu. Sehen hier ein Hubbett über der Sitzgruppe. Ich weiß nicht, ob wir das ein bisschen hochkriegen. Versuche ich gerade mal. Ja, sehr gut. Hat geklappt. Und jetzt seht ihr diese schnucklige Sitzecke, die ihr wahrscheinlich auch noch mal zum Bett umbauen könnt. Deswegen auch vier Personen. Ihr habt zwei Schränke links, zwei Schränke rechts, hinterlüftete Schränke, sehr schick, Softclose haben wir hier nicht. Wir haben drei Fenster, finde ich an dieser Stelle auch sehr sinnvoll. Wir haben hier noch ein Regal, ein schickes, was man da jetzt reintun soll, weil, schließt sich mir jetzt nicht so ganz, aber ist in Ordnung. Wir haben Ambientebeleuchtung, wir haben Lichter unter dem Hubbett, sehr edel. Schwenken weiter nach links.
sehen hier den großen Standardschrank, den eigentlich jeder Wohnwagen hat. Da haben wir Elektrosicherungen drin und sowas. Ihr habt eine Kleiderstange da drin, da könnt ihr was aufhängen. Da könnt ihr als Kleiderschrank benutzen. Ihr könnt aber auch so ein Ordnungssystem reinhängen, wie ihr das wollt. Wir haben eine Truma-Therme für warmes Wasser. Und wir haben eine normale Truma-Heizung, Truma S3004, für die Wärme im Raum. Das sollte bei dieser Größe auch locker reichen. Okay, damit sind wir bei dem Wagen auch durch. Ich hoffe, ich konnte euch damit eine Freude machen und habe eure Frage damit beantwortet. Damit gehen wir wieder raus, sehen hier noch, dass der Wagen Silvi-ready ist und Lithium-Ionen-Batterie als Option besteht. Wenn man einen Mover hat, sollte man sowas natürlich machen. Okay, dann machen wir weiter. Wir gehen wieder raus. So. Jetzt sind wir am Weg zu Detlefs. Das ist in Halle 7a. Auch da gibt es ein paar Abonnentenwünsche. Und wenn man an der Premium-Halle 5 vorbeikommt, sollte man doch zumindest mal reingucken. Ich drehe euch mal um. Das sind nämlich die Fahrzeuge, die sich nur die oberen, weiß ich nicht, 100.000 Leute in Deutschland leisten können. Das ist schon der Hammer, was hier so rumsteht. Aber gucken darf man ja. Gehen einfach mal durch. Ja, was soll ich dazu sagen? Oberste Luxusklasse. Wenn man da mal einfach reinblendet, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ah, es ist schon. Aber Leute, ist das noch Camping? Fragezeichen? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Weil das Ding ist luxuriöser als mein Haus. Ja, was haben wir denn hier? Wir haben hier Morello, wir haben hier Carthago, wir haben hier andere Anbieter, Bimobil. Was für ein Viech, Leute. Ist der Hammer. So. So, jetzt blende ich mal hier rechts rüber und dann bleibt euch hier die Spucke im Hals hängen. Wir starten an hier. Das ist ja Reisebusgröße. Ja, und in diesen Kofferraum passt dann wohl dieser Mini rein. Also das ist schon heftig. Das ist wahnsinnig heftig. Das ist nicht unsere Klasse. Aber wir haben einen Blick drauf geworfen. Weiter geht's in Halle 7. So, wir sind in Halle 7a angekommen. Da gibt es zwei Wünsche. Einmal von der Gabriele. Ich soll doch mal bitte einen Detlefs für zwei Personen filmen. Den suche ich. Und für den Moritz soll ich den SeaJoy 460 LE filmen. Auch den werde ich jetzt suchen. Wo haben wir Detlefs? Hier haben wir Detlefs. Ich melde mich gleich von den Wohnwagen. So, falsche Halle, wir müssen nicht Halle 7, sondern 7a. Ja, dann laufen wir jetzt hier mal an der Blogger-Lounge vorbei. Das zeige ich euch auch mal. Da laufen so Verrückte rum wie ich, die hier Videos machen und die hier ihren Blog arbeiten. Gucken wir uns das mal kurz an. Ein bisschen wie am Strand aufgebaut. Echt süß gemacht. Und mit den Eindrücken. Gucken wir jetzt, dass wir wirklich mal in Halle 7a landen, weil da gibt es Detlefs. Ja, liebe Gabriele, ich kann dir leider deinen Wunsch nicht erfüllen. Du wolltest gerne einen kleinen Detlefs für zwei Personen. Das Kleinste, was die hier stehen haben, ist, ich zeig das mal eben, ist hier der SeaJoy 410. Aber ich denke nicht, dass du willst, dass der ein Hochbett hat. Von daher denke ich, tut es mir leid. Ich kann trotzdem mal ganz kurz zeigen, wie er aussieht hier. Kleineres gibt es hier bei Detlef leider nicht, wundert mich auch. Vielleicht nächstes Jahr. Ja, lieber Moritz, ich habe, glaube ich, deinen Wohnwagen gefunden. Dann möchte ich dir den Wunsch auch erfüllen. Oh, da hinten blendet was, ich gehe mal davor. Und zwar habe ich den Detlefs SeaJoy 460 LE gefunden. Ich zeige ihn jetzt mal von außen, dann machen wir einen Faktencheck und dann gehen wir rein.
So, von außen ist der neue C-Joy so ein bisschen bauchig. Anders kann ich das nicht sagen. Der Gaskasten sieht so ein bisschen bauchig aus. Gucken wir mal, ob wir reingucken können. Wir haben hier übrigens eine Knott-Anti-Schlingerkupplung, eine Deichselabdeckung. Und schauen jetzt natürlich auch mal in den Gaskasten. Wir haben Anschlüsse 211 Kilo Gasflaschen, wir haben Abwassertaxi, wir haben ein Riffelblech, finde ich sehr gut. Ja, diese Kante hätte man sich vielleicht sparen können, das haben andere Hersteller besser gemacht, aber so ist es nun mal. Okay, wir machen das wieder zu. Zeigen die nochmal in voller Schönheit von der Seite, gehen einmal entlang. Wir sehen hier eine riesen Stauklappe. Das ist das Erste, was hier auffällt. Das ist die Rückansicht. Die Scheinwerfer finde ich ganz schick. Was ich ein bisschen schade finde, dass alle Lichter, wenn hier irgendwo was kaputt ist, muss die ganze Leiste auf der kompletten Breite ausgewechselt werden und da kann nichts einzeln ausgewechselt werden. Okay, wir sind hier aber hier beim günstigeren Segment von Detlefs, dem C-Joy. Da ist das, denke ich, zu verschmerzen. Wir haben hier eine Gesamtlänge von 6,75 Meter, eine Aufbaulänge von 5,53 Meter. Wir haben eine Höhe von 2,12 Meter, eine Stehhöhe, da können auch größere Leute drin laufen. Wir haben eine Masse in fahrbereitem Zustand 943 Kilo, Zuladung 257 Kilo. Ja, das ist an der unteren Grenze, wenn man sich vielleicht noch einen Mover dran machen möchte und eine Batterie einbauen, aber sollte reichen. Wir haben ein technisch zulässiges Gesamtgewicht von 1200 Kilo und eine maximale Auflastung auf 1360 Kilo. Okay, wir haben einen Grundpreis von 17.799 Euro und einen Gesamtpreis ab Werk zuzüglich Frachtkosten von 22.918,80 Euro. Ja, da hätte man auch eine gerade Summe machen können, aber so ist es nun mal. Wir haben wie viele Schlafplätze? Wir haben 3 Schlafplätze, wenn ich das richtig sehe. Und nun geht's rein. Wir haben hier eine schlichte Tür. Schön wäre vielleicht noch ein Mülleimer gewesen. Wir haben aber, und das finde ich sehr gut, dass die Tür zweiteilbar ist. Das heißt, wenn ihr einen Hund habt, könnt ihr das untere Teil zumachen, Oberteil auflassen. Der Hund kann Luft schnappen, der Hund kriegt alles mit, aber der Hund ist geschützt drin. Okay, dann gehen wir weiter rein. Wir sehen auf der rechten Seite direkt eine Sitzgruppe. Sehr schick hell, grau mit weiß abgesetzt. Schicke Vorhänge, 3 Fenster, LED-Lichter, die man verschieben kann, finde ich sehr gut. USB haben wir jetzt hier leider nicht dran. Wir haben ein offenes Regal, ja, was ich damit jetzt anfangen sollte, wüsste ich jetzt nicht so genau. Da hätte ich jetzt hier ein paar Stauklappen gehabt. An den Seiten die geschwungenen Regale finde ich ganz schick. Wir haben so eine Art Fensterbank, richtig schön breit, da kann man was drauf tun. Anderen Seite auch wieder das Fenster und das Regal darüber. Wir gehen gegen den Uhrzeigersinn, sehen hier neben ja den Elektroschrank, den eigentlich jeder Wohnwagen hat. Wir haben eine Kleiderstange, da kann man was draufhängen. Man kann sich hier so ein Ordnungssystem reinhängen, wenn man möchte. Das kann man machen, wie man möchte. Wir haben hier die Elektronik und die Sicherung und damit können wir den Schrank wieder schließen. Wir haben eine Truma-Heizung, welche das genau ist, kann ich jetzt nicht sagen, aber seine ganz normale Truma-Heizung reicht aber völlig aus, wenn man nicht gerade in Skiurlaub fährt. Aber ich denke, bei der Größe wird auch diese Heizung das locker aushalten. Schwenken weiter nach links, sehen eine schick graue Wand zum Badezimmer. Wir öffnen das mal, gucken mal ins Badezimmer, sehen hier direkt einen Duschvorhang, sehen hier oben noch ein Regal, um was abzulegen. Sehen oben drüber ein Heki und ein Fenster, das heißt, ihr könnt hier Durchzug machen. Schickes Waschbecken, schön geschwungen, auch wieder grau, edel, unten drunter noch eine Ablage. Wir sehen eine Tedford-Toilette, die man auch drehen kann. Und da oben noch 2 Regale und links ein Spiegel. Was ich mir jetzt vielleicht noch gewünscht hätte, wäre irgendwas Zumachbares gewesen. Irgendein Schrank, in dem man auf was verstauen kann, was man das nicht sieht. Aber wir sind eben, wie gesagt, bei der Budget-Variante. Wir gehen wieder raus, sehen hinten einen schönen Bereich mit 2 Einzelbetten und richtig viel Platz daneben. Ich gehe mal davon aus, das probieren wir jetzt mal, dass man hier ein Lattenrost draus ziehen kann. Genauso sieht das aus. Dann kann man da Polster drauflegen und dann hat man ein breites, schönes Ehebett bzw. eine Kuschellandschaft.
Hinten, wie ich finde, schön verkleidet. Auch wieder dieses Grau, dieses dunkle Grau, Anthrazit, das macht einiges her. Wir haben da oben wieder diese schicken Leuchten, die man verschieben kann. Was mir hier wirklich fehlt, ist USB. Da sehe ich nämlich hier überhaupt nichts. Oh, das Ding funktioniert richtig gut. Wir haben hier rechts ein Fenster am Bett. Wir haben hier links ein Fenster am Bett. Und wir haben da oben zwei Kleiderschränke, zwei Hängeschränke und hier auch. Wir öffnen mal einen. Sehen, dass die relativ groß und geräumig sind. Softclose haben wir hier natürlich nicht. Da auch ein tiefes Fach. Also hier kriegt man einiges rein. Wenn ich mich umdrehe, sieht man auf der linken Seite noch ein Regal, wo man es reinlegen kann. Und auf der rechten Seite eine Vorbereitung für den Fernseher, den man dann auch in den Wohnraum schenken kann. Okay, dann gehen wir noch in die Küche. Dafür setze ich mich mal, damit ihr das besser sehen könnt. Wir haben oben einen breiten Oberschrank. Den mache ich euch jetzt mal auf. Gucken wir mal rein. Sehen, dass der unterteilt ist. Links offen, rechts zwei Einlagen, eine Einlage. Drunter schickes Fenster. Dometic Kochfläche mit drei Flammen. Die sind auch weit genug auseinander, dass da drei ordentliche Töpfe draufstehen können. Rechts daneben ein Waschbecken. Könnte meiner Meinung nach etwas tiefer sein, aber gut, ist jetzt so. Und eine normale, sage ich mal, Armatur. Darunter haben wir eine Schublade mit Besteckeinlage. Wir haben die Gasabsperrhähne. Wir haben darunter noch einen zweigeteilten Schrank, wo einiges reinpasst. Habe ich jetzt hier Softclose gesehen, Leute? Oh ja, diese Schublade hat Softclose. Sehr schick. Und letztendlich links noch der Kühlschrank von Dometic. Wir können ihn einmal öffnen, wenn wir den aufkriegen. Ah, dafür muss ich unten die Sperre lösen, gehe ich mal von aus. Ah, da hat oben schon jemand was abgemacht. Wir kriegen ihn trotzdem auf. Ein kleiner Unterbau-Kühlschrank reicht auch völlig aus mit Gefrierfach. Wenn ihr noch eine Kühlbox dabei habt und die vielleicht ins Vorzelt stellt und bei der Fahrt ins Auto stellt und dann noch weiter kühlt, ist das perfekt. Okay. Damit hoffe ich, auch diesen Wunsch konnte ich erfüllen. Ich schwenke hier noch einmal rum und verabschiede mich von Detlefs. Und weiter geht's zu eurer Mobil, denn das wird meine Premiere. Das wird mein erstes Wohnmobil, was ich filme, aber auch das wurde gewünscht. Ich stehe jetzt hier in Halle 10 bei eurer Mobil. Auch da gibt es ja einen Abonnentenwunsch. Und zwar stehe ich hier beim eurer Mobil Profila TPT726EF. Ja, leider finde ich niemanden, der sich hier vor die Kamera traut, der mir das Ding mal zeigt. Von daher werde ich das selber machen müssen. Ich warte jetzt mal, bis hier der große Ansturm weg ist und dann gehe ich mal rein und zeige dir, wie dieses Ding von innen aussieht, wie dieses Ding von außen aussieht und zeige dir auch mal die technischen Daten. Ich selber als Wohnwagenfahrer verstehe davon nichts, aber du wirst da schon rauslesen, was du brauchst. So, wir vertreiben uns die Wartezeit ein bisschen mit den technischen Daten. Lest es euch einfach mal durch. Wir haben einen Gesamtpreis für das Fahrzeug von 115.140 Euro. Ja. Und hier haben wir optionale Ausstattungspakete. Wenn euch das interessiert, drückt einfach auf Pause. Und ein Finanzierungsangebot. So, soweit das mein Sachverstand zulässt, ist dieses Euramobil auf Mercedes-Sprinter-Basis. Wir gehen mal auf die andere Seite, da scheint nicht so viel los zu sein. Gucken wir uns mal an von der Seite, wie das hier wirkt. Ein relativ kompaktes Fahrzeug, schickes Fahrzeug mit großer Heckgarage, das habe ich eben schon gesehen. Ich gehe mal rum, vielleicht können wir da mal reingucken. Zeige ich euch das Ding auch von außen. Ich denke mal, das oben in der Mitte, das wird eine Rückfahrkamera sein. Ist wahrscheinlich heutzutage Standard. Wir haben eine Thule Omnistor Markise und wir haben halt hier diese riesige Heckgarage. Kann ich ja mal reinfilmen. Ganz viele Fächer, Kurbel für die Markise und ganz viel Platz für Wohnwagenverhältnisse. Okay, dann warten wir jetzt, bis wir rein können. Und dann geht's los. So, wir machen das mal peu à peu. Es sind viele Leute drin, viele Leute davor. Wir haben hier eine schicke Tür mit Fenster, eine Mülleimer. Nicht besonders breit, eher normal, würde ich sagen. Wir haben eine Alde-Heizung, das sehe ich jetzt auch schon hier. Und dann gehen wir mal rein und gucken mal, ob wir schon mal vorne reingucken können.
Vorne sehen wir den besagten Sprinter. Alles sehr schick. Mercedes halt. Wir haben hier oben ein großes Ausstellfenster über dem Fahrerhaus. Davor die Dinette. Auf beiden Seiten eine Bank, wo man drunter was verstauen kann. Und einen Tisch, den man natürlich ausklappen kann. Da muss man einen Ständer rausziehen und dann sieht das so aus. Schick finde ich die Gardinen und schick finde ich auch hier die Regale, die kleinen Details. Wir haben da drin Licht. Wir haben ordentlich Platz. Wir haben natürlich Softclose. Gehen wir rüber zur Küche. Sehen hier die schöne Arbeitsplatte. Sehen hier einen Drei-Flammen-Herd von Tedward. Die Flammen sind auch ordentlich weit auseinander, dass man da drei ordentlich große Töpfe drauf kriegt. Wir haben ein schickes Waschbecken, was ordentlich tief ist. Das heißt, wenn man hier drin mal abspült, schwappt es nicht direkt über. Auch das hier können wir natürlich zumachen. Dann haben wir hier eine Arbeitsflächenvergrößerung, sehr schick. Ist so eine Marmoroptik hier, sehr edel, wenn man das anfasst. Die Schränke darunter sind etwas geschwungen mit passiver Beleuchtung. Wir machen mal auf. Besteckeinlage, Softclose. Großer Schrank für Vorrat oder Papierkorb oder sowas. Nochmal ein großer Schrank. Und darunter das von mir immer betitelte Hundefutterfach. Gegenüber vom Küchenbereich der Slimline-Kühlschrank, relativ schön hoch oder sehr schön hoch, sehr groß, reicht völlig. Darüber ein Fach und wir gehen weiter in dieses Raumbad hier, so nennt man das glaube ich. Und das, Leute, das sieht mal richtig schick aus, richtig stylisch. Das ist die Dusche. Wir machen mal hier das Raumbad zu. Schotten uns mal von den anderen Menschen ab, schwenken rüber zum Waschbecken. Das ist wieder so eine richtig schöne Waschschüssel mit schöner Armatur, richtig schick gemacht. Eine drehbare Toilette von Tedford und noch einen Schrank hier unten drunter. Auch wieder eine richtig schick gemachte, ja, Granitplatten-Imitat, sage ich mal. Wir haben hier eine Alderheizung. Haben einen Spiegelschrank, wo einiges reinpasst. Ein kleines Dachfenster, zwei Kleiderhaken. Alles wirkt sehr clean, sehr aufgeräumt, sehr schick. Nochmal zur Dusche rüber, die kann man natürlich abtrennen. Hier sind solche Türen drin. Dann schwenken wir nochmal rüber in den Schlafbereich. Da sehen wir die zwei Einzelbetten, die natürlich in der Mitte verbindbar sind. Wir sehen über den Betten ein großes Fach, ein Fenster auf beiden Seiten, zwei schmalere Hängeschränke, ein Heki und noch einen Schrank. So, in Videos, die ich schon mal gesehen habe, habe ich gesehen, dass auch hier drunter noch, genau, da kommt man nämlich dann an die Heckgarage. Und hier unten rechts und links auch noch ein großer Schrank. Ich hoffe, da kann man jetzt reingucken, weil es hier sehr dunkel ist. Und auf der linken Seite auch noch ein großer Schrank. Auch der Schlafbereich, ich gehe mal kurz hier rein, ist durch eine Schiebetür, die ihr hier seht, abtrennbar vom Badezimmer und vom Rest des Bereiches. Ja, das soll es eigentlich von dem Wagen gewesen sein. Ich hoffe, damit ist der Wunsch erfüllt und wir gehen weiter. So, lieber Klaus, ich bin jetzt gelaufen in alle 10 zu Hobby, denn du hattest einen bestimmten Wunsch und das war der, ich gehe mal hin, drehe ich mal um, Hobby Deluxe 545 km/h. Und siehe da, ich habe ihn gefunden. Ich zeige ihn dir jetzt erstmal von außen, dann machen wir hier kurz einen Daten- und Faktencheck. Und dann zeige ich dir natürlich von innen. Fangen wir an. Wir haben hier eine Knott-Anti-Schlinger-Kupplung. Wir haben einen Deichselkasten mit Platz für 2,11 Kilogramm Flaschen Gas. Wir haben leider hier so eine Schwelle, wo man die Gasflasche drüber heben muss. Das haben einige Hersteller meiner Meinung nach mittlerweile besser gemacht. Wir haben ein Abwassertaxi da drin.
Und das soll es dann hier zum Gaskasten auch gewesen sein. Gucken wir, ob wir den auch zukriegen, um einfach mal einen Blick so drauf zu werfen. Finde ich ganz schick. Wir haben vorne nur so ein kleines Fenster. Guter Geschmack, Klaus. Wir gehen mal seitlich. Da steht leider eine Säule zwischen, aber ich denke mal, man sieht genug. Gehen mal weiter. Schauen natürlich auch mal von hinten. Und sehen hier das typische Hobby-Design. So möchte ich es mal einfach nennen. Gehen mal weiter, sehen hier, und das finde ich richtig cool, diese riesen Zuladungsklappe, die im Hochbett mündet. Man kann dann das Hochbett wahrscheinlich hochklappen, so sieht es aus. Und dann hat man hier eine riesen Ablagefläche für Fahrräder, für alles Mögliche. Finde ich total genial. Hier auch solche Vorrichtungen für diese Anzurbänder. Also super geil. Da bin ich ein bisschen neidisch, das haben wir nicht. Wir machen es wieder runter. Machen auch diesen Kasten mal zu. Und schauen mal, was der Wagen so an technischen Daten hat und wie er innen aussieht. Du wolltest Fakten, du kriegst Fakten. Wir haben hier den Hobby Deluxe 545 kmf. Wir haben eine Anzahl von Achsen 1, eine Gesamtlänge von 7,43 m, eine Aufbaulänge von 6,26 m, eine Gesamtbreite von 2,50 m und innen von 2,67 m. Na, gar nicht wahr, von 2,37 m. Wir haben eine Innenstehhöhe, das ist viel wichtiger, von 1,95. Das heißt, wenn du nicht absolut riesig bist, sollte es für dich reichen. Technisch zulässige Gesamtmasse 1600 Kilo, Masse in fahrbereitem Zustand 1422 Kilo. Und somit hast du eine Zuladung von 178 Kilo. Ja, Klaus, also da kleiner Ratschlag, auflasten lassen, weil wenn du hier noch eine Batterie und einen Mover dran baust, fährst du nackt in Urlaub. Nur als kleinen Tipp. Was haben wir denn hier noch? Sehen wir denn hier irgendwas mit Auflastung? Das sollte definitiv möglich sein, aber ich sehe es jetzt hier gerade auf den ersten Blick nicht. Wir haben einen Grundpreis von 28.310 Euro und einen Endpreis von schlanken 34.533 Euro. Ja, das ist nicht ganz billig. Aber du hast ihn dir gewünscht. Wir gehen rein. Wir sehen die hobbytypische Tür. Wir haben hier oben ein Fach, dass man ein paar Sachen verstauen kann. Wir haben ein kleines Fenster. Wir haben einen schicken Griff. Wir haben hier noch einen Griff. Wir haben einen Mülleimer, finde ich sehr löblich, auch wenn ich das bei Fendt besser gelöst finde, denn da geht der Mülleimer über die komplette Breite. Das heißt, man muss nicht alle 3 Stunden den Müll ausleeren. Dann haben wir hier auch noch ein Fach, wo man was reinstecken kann mit Gummi. Okay, so viel zur Tür. Wir gehen rein, sehen auf der rechten Seite ein formschönes Elternbett mit Fernsehvorrichtung hier an der Wand. Sehr schön. Wir sehen hier das berühmte Hobbypanel, einen Griff zum Einstieg. Und über dem Bett 1, 2, 3, 4 große Hängeschränke, das sollte auf jeden Fall reichen. Wir machen mal einen auf, sehen, dass die relativ tief und groß sind. Wir haben Softclose, sehr schick. Wir haben darunter noch so ein schmales Regal. Über dem Bett ein kleines Heki. Und hinten, wie gesagt, dieses süße kleine Fenster, das finde ich ganz schick. Links und rechts davon Regale. Und einen kleinen Nachttisch mit nochmal Staumöglichkeiten. Wir haben ein Fenster im Kopfbereich. Ja, da hier auf der anderen Seite kein Fenster ist, lasse ich da mit mir reden. Normalerweise finde ich das immer besser, wenn da eine schicke Verkleidung ist und kein Fenster. Weil es wird auch morgens relativ früh hell und das stört einen. Und deswegen finde ich da immer besser, wenn da kein Fenster ist. Aber so viel dazu, das ist jetzt hier nicht besonders schlimm, weil sowieso hier nur ein kleines Fenster und auf der anderen Seite keins ist. Wir haben schicke Nachttischlampen. Jetzt fühle ich gerade, dass hier leider kein USB ist. Ausbaufähig, liebes Hobbyteam. Wir sehen hier ein Bedienpanel für die Truma Kombiheizung. Und ich nehme alles zurück. Wir haben hier ein System für 2 USB-Plätze. Das ist schon mal gut. Warum sowas nicht in der Lampe verbaut ist, sondern relativ unschön hier. Okay, aber es ist zumindest da. Und letztendlich haben wir eine Steckdose und darunter noch einen kleinen Nachttisch mit ein paar Ablagen.
Wir schwenken weiter Richtung Sitzbereich, sehen eine schicke Sitzgruppe, grau meliert, sage ich mal. Tischplatte, ja, so Marmornachbildung, relativ gut gelungen. Schönes Fenster, schöne Gardinen, auch wieder diese Leselampen, auch wieder ohne USB, schade. Oben drüber Schränke und darunter ein schmales Regal. Auch hier öffnen wir mal einen Schrank. Sehen, dass auch da ordentlich Platz drin ist und sehen, dass auch hier Softclose ist. Eine schicke Lampe oben drüber, ein großes Heki. Und damit gehen wir weiter in den hinteren Bereich. Sehen, dass hier ein Raumteiler ist. Das heißt, wenn die Kinder da hinten schlafen, kann man das zumachen und ihr könnt hier trotzdem noch Fernsehen gucken und Licht anhaben. Ja, Geräusch schluckt es natürlich nicht, aber zumindest die Helligkeit. Ein schickes Hochbett, sehr schick gemacht, mit Stufe, mit Rausfallschutz, mit süßer Kinderbärchenlampe, das wird man unten auch haben, natürlich. Dahinter die besagte Klappe, die natürlich normalerweise zu ist. Schmale, aber relativ lange Betten, ich tippe mal so auf 1,80, also da können auch größere Kinder schlafen. Dann haben wir ein Regal oben am Kopf und unten das Kind. Hat leider kein Regal, das finde ich ein bisschen schade. Doch, das Kind hat ein Regal in der Tür drin. Man sieht es hoffentlich. Okay, fühlt sich keiner benachteiligt. Im Kopfbereich der Elektroschrank mit Kleiderstange. Das heißt, ihr könnt ihr ein Ordnungssystem reinhängen oder eure Jacken oder sonst irgendwas. Ihr habt da die Absicherung, ihr habt Sicherung, ihr habt den Sicherungskasten, Elektronik. Darunter nochmal einen kleinen Schrank, wo man noch ein bisschen was ablegen kann, zum Beispiel Schuhe, sage ich mal. Wir schwenken weiter nach links, sehen die Tür zum Badezimmer, oben drüber ein kleines Heki. Und betreten wir das Badezimmer. Wir haben hier einen schicken Rollladenschrank, sage ich mal. Fühlt sich auch wertig an, kann man einiges einladen. Wir haben ein schmales Regal, wir haben einen Spiegelschrank. Wir haben hier unten Spiegelschränke, oben, da gehen sie auf. Oben, das ist kein Spiegelschrank, das ist ein Spiegel. Wir haben eine schicke Beleuchtung, wir haben eine Tedford-Toilette, die man drehen kann, ein Fenster, leider kein Heki, dahinter noch eine Ablage und eine schicke große Dusche. Ich versuche die mal so ein bisschen aufs Bild zu kriegen. Das ist die Tür und Leute, hier drin könnt ihr wirklich duschen, weil die Flüssigkeit bleibt da, wo sie sein soll, sie fließt ab, ihr habt keinen Vorhang am Poppes hängen, hier kann man wirklich duschen. Okay, wir schließen die Tür wieder, sehen rechts neben der Tür eine kleine Garderobe, wo jetzt der eine Haken leider abgebrochen ist oder geklaut worden ist oder whatever. Dann schließt sich hier schon der große Slimline-Kühlschrank an. Den öffnen wir natürlich mal. Oh, super Leute, der ist sogar von beiden Seiten zu öffnen, von Dometic. Großes Gefrierfach, ganz viel Platz, nichts zu meckern. Darunter mein Lieblings-Hundefutterfach, weil nur das passt da rein, meiner Meinung nach. Wir gehen ein Stück weiter. Sehen einen hohen, schmalen Schrank. Ich versuche euch das mal etwas besser zu zeigen. Oben drin. Schmale Ablage, unten drin, ich tippe auf Apothekerschrank, ja wunderbar, ich liebe Apothekerschränke, da kriegt man einiges rein und das macht einfach was her. Okay, über der Küche, ein großes Heki, drei Türen und ein Rollladenfach mit richtig viel Stauraum, hier könnt ihr alles perfekt sortieren. Ja, hier Kaffee oder was weiß ich, oder Flocken reintun. Und noch so ein Fach, also das reicht auf jeden Fall. Das Fenster schick verkleidet. Stecker, sehr gut, liebes Hobbyteam. Wir haben wieder so eine wertige Platte, die fühlt sich auch hier an den Kanten nicht rau an. In Marmoroptik. Wir haben hier Nudeln stehen, aber die interessieren uns nicht. Wir haben hier einen 3-Flammen-Gaskocher. Mit Softclose, sehe ich das richtig? Ne, ich glaube, das hakt einfach nur ein bisschen. Und daneben ein Waschbecken.
welches ich mir ehrlich gesagt einen Tick tiefer gewünscht hätte, damit, wenn man abspült, nicht alles vollkleckert und nichts überschwappt. Aber es ist gerade noch so akzeptabel. Last but not least haben wir unten da richtig breite Schubladen. Steckeinlage, ganz viel Platz, Soft Close, nochmal eine geteilte Schublade und darunter eine Schublade, die nicht so tief ist wegen dem Radlauf. So, abschließend tut sich das Ganze hier mit so einem kleinen süßen Regal. Ja, ich denke, ich habe das jetzt hier alles zu deiner Zufriedenheit gezeigt und wir gehen weiter. So, weiter geht's. Was gegessen, ein bisschen gestärkt. Jetzt gibt's ab in Halle 6. Wohnmobil von Bürst noch filmen. Auch das wieder ein Wunsch von einem Abonnenten. Ich gehe das Ding jetzt mal suchen und dann schauen wir mal. Ja, Klaus, leider schlechte Nachricht für dich. Der Bürstner Lyseo i736G ist leider nicht in der Ausstellung. Das tut mir sehr leid. Ich habe gerade extra jemanden von Bürstner gefragt. Aber ich hoffe, ich konnte dir zumindest schon mit dem Wohnwagen weiterhelfen. So, in Halle 3 angekommen. Hier gibt es ganz viele Zelte. Habe ich gedacht, schalte ich euch da mal bei. Ich drehe euch mal um. Isabella. Für die Zelte unter euch vielleicht ganz interessant. Was haben wir hier noch? Dometic. Wir gehen mal weiter. Wir sehen hier Dachzelte. Das Thema finde ich auch richtig spannend, muss ich sagen. Guckt euch das mal an. Die Freunde von Kempwerk haben sich so einiges einfallen lassen. Wir können hier einfach mal gucken. Hier haben wir so einen Anhänger, wo man einfach das Zelt rausklappt. Ja, da gibt es richtig geile Ideen, die dann natürlich auch dementsprechend deutlich billiger sind als ein Wohnwagen oder sowas. Richtig schicke Matratze drin, richtig geiler Tellerlattenrost, richtig schick gemacht. Also da lässt sich es auch gut drin aushalten. Gucken wir mal, was sowas kostet. 8.290 Euro. Ja, wenn man auf jeden Fall Camping machen möchte und sich keinen teuren Wohnwagen oder sowas leisten kann oder vielleicht auch ein bisschen abenteuerlicher campen möchte, könnte sowas auf jeden Fall eine gute Idee sein. Wir gehen weiter. Gucken weiter. Sehen auch hier wieder Dachzelte. Anhängerzelte. Vorzelte, eher so Dauervorzelte, Dauercamper. War schon spannend, hier einfach mal durch die Hallen zu laufen. Wenn ihr euch für sowas interessiert, solltet ihr das auf jeden Fall mal machen. Weil das ist mal richtig cool. Kaffeemaschinen. Haben wir denn hier alles noch? Geschirr von Gimex, auch eine sehr gute Marke. Campingstühle aller Art von Crespo. Ah, hier ist wirklich was geboten. Hier haben wir Wurmi, davon habe ich auch ein paar, um die Vorzelte abzuspannen. Die Dinger sehen dann so aus. Ist richtig cool, das Zeug. Dreht man mit einer Maschine bestenfalls in den Boden rein und hält Bomben fest. Was haben wir denn hier noch? Clean Caravan, Reiniger. Reiniger, Reiniger, Reiniger. Auch ein Thema für sich. Muss man auch fast studiert haben. Campingkart, Stellplatzführer. Wie ihr seht, die Hallen sind jetzt Donnerstagmittag doch relativ gut gefüllt. Ich habe gedacht, in der Woche wäre es ein Tick leerer, aber zumindest hier
ist das definitiv nicht der Fall. Hier Camping Wagner mit einem riesen Laden am Start. Guck ich das mal an. Wir gehen weiter. Da hinten ist Berger, ihr Campingspezialist. Die beiden großen Konkurrenten, 20 Meter Luftlinie getrennt, auch schick gemacht. Zeige ich euch, kommt nämlich gleich da vorne, hier wieder so schicke Anhängeraufbauzelte. Ah, Leute, guckt euch das mal an, was da geile Sachen gibt. Richtig schick. Von Air Opus. Aber da sind wir dann auch schon wieder fast bei Preisen, die Wohnwagen kostet. Dann ist es wieder Geschmackssache. Hier sind wir bei Berger. Auch mit einem riesen Shop vertreten. Auch hier voll. Manni, ich habe was für dich. Auf der Suche nach kleinen Wohnwagen. Manni, wer ihn nicht kennt, ist der vom Kugelfischcamper, der den selber gebaut hat. Guckt mal in den Kanal rein, wirklich cool. Und da habe ich was gefunden, was dem Manni ganz sicher gefällt. Ich drehe euch mal um. Guckt euch das kleine geile Teil mal an. Gucken mal rein. Haben quasi ein Bett da drin. Schicke Beleuchtung, Regale. Das war's dann eigentlich auch schon fast. Ist ein Prototyp. Sieht aber mal richtig geil aus. Wir gehen jetzt auch mal nach hinten. Ja, Manni, 11.999 Euro. Nicht billig, aber geil. Hier hinten ist eine Küche drin verbaut. Ja, ihr steht da natürlich draußen. Oh, ich finde die Idee mal richtig genial. Das wollte ich doch definitiv jetzt mal gezeigt haben. Und Manni, ich hoffe, ich habe dir damit auch deinen Wunsch von kleinen Wohnwagen erfüllt. Ich habe echt den ganzen Morgen gesucht für dich. Und jetzt laufe ich reihenweise an den Dingern vorbei. Jetzt stehen wir hier bei Silver Mini Freestyle. Und auch hier wieder ein richtig knackiger, kleiner, geiler Wohnwagen mit Faltdach. Kleiner Gaskasten, Alco-Anti-Schlingerkupplung. Und für den Manni zeigen wir das Ding natürlich auch ganz. Einstieg ist hinten. Und dann haben wir da drin eine kleine Küchenzeile. Wir haben einen Schrank, wir haben noch einen Schrank. Wir haben Waschbecken, wir haben süßere Gärchen da oben. Wir haben richtig schöne Glasvitrinen. Ein Tisch. Zwei gegenüberliegende Bänke und die kann man ganz sicher zu einem schönen, gemütlichen Doppelbett verwandeln. Schickes Teil. Ich gehe noch mal ein Stück zurück. Und Manni, zufrieden? Preis allerdings 20.530 Euro. Ich glaube, lieber Manni, du baust doch lieber weiter selbst, oder? Guckt euch die Wohnwagen mal an, Leute. Das war richtig schickes, edles. Passt natürlich dieses Jahr nicht in mein Konzept, von wegen Budgetwohnwagen, weil das wird schon ein bisschen teurer sein. Aber das kann ich mir ja nächstes Jahr mal vornehmen, dass wir so ein edles Ding mal filmen. Das macht schon richtig was her. Ah, und da haben wir wieder was für den Manni. Da eine kleine Küche, süß gemacht. Eine kleine Schlafkapsel, so nenne ich es mal einfach. Und da oben, was ist das? Ein Babybett? Auf jeden Fall habt ihr hier sogar ein Display drin. Richtig schick gemacht. Richtig edel, auch die Räder hier. Schick, schick. So Leute, kennt ihr das berühmte Scheißthema? Ich zeige euch das mal.
Das sind nämlich Toiletten. Wir stehen jetzt hier bei Tedford und hier sieht man so alle möglichen Toilettenausführungen. Hier diese berühmte Banktoilette, hier auch. Hier, das sieht schon eher an einer ganz normalen Toilette aus. Natürlich mit Softclose, ein Porta Potty. Eher für die Zelter und für die, die kein Badezimmer im Wohnwagen haben und trotzdem eine Toilette haben möchten. Auch ein Porta Potty. Wo die sich jetzt genau unterscheiden, weiß ich gerade nicht. 345, 335, das heißt 345 wird etwas größer sein. Dankeschön. Dann haben wir hier eine ganz normale Keramik-Kassettentoilette. Ja, das ist richtig Keramik hier, das ist ein bisschen hochwertiger. Hier wieder eher Kunststoff, genau, das ist das gleiche in Kunststoff, das fühlt sich schon wirklich anders an. Und das ist wieder dieses berühmte Schwenkbare. So eins haben wir auch verbaut, die gibt es schon eine ganze Zeit lang. Ja, so viel zum Scheißthema. Hier haben wir Kühlboxen. Eine richtig schöne Sache, sowas haben wir auch. Die könnt ihr euch quasi ins Vorzelt stellen. Hier ist sogar noch so eine Powerbank dran. Batteriepack. Das heißt, das Ding ist komplett autark. Wir haben Kabel für den Wohnwagen, fürs Auto, für einen 12-Volt-Anschluss. Und dann machst du das Ding da dran. Und im Wohnwagen, nachher im Vorzelt, machst du das Ding an eine ganz normale 230-Volt-Steckdose. Und das Ding kühlt wie Bolle, da könnt ihr sogar drin frieren. Das ist völlig unabhängig von der Temperatur draußen. Ich weiß nicht, ob wir das Ding hier mal aufkriegen. Ja, das ist jetzt nur der Griff. Hier kriegt man es auf. Hier seht ihr, was da an Platz drin ist. Hier sogar noch ein Licht verbaut. All diese Boxen sind schon geil. Muss jetzt nicht unbedingt von Truma sein. Da gibt es auch günstigere Marken, die überhaupt nicht schlechter sind. Einfach nur mal so ein Denkanstoß für euch, falls ihr sowas noch nicht habt. Und last but not least, das soll es dann auch gleich gewesen sein, gehen wir noch mal ganz kurz zur Eurom. Weil wir haben eine Eurom-Klimaanlage, die quasi mobil ist, die man ins Fenster einhängt. Das ist richtig genial, das System. Wir sind da völlig überzeugt von. Die hat uns in Italien wirklich umgehauen. Bei 37 Grad hat die uns richtig angenehme Temperaturen in den Wohnwagen gezaubert. Und verbraucht überhaupt nicht viel Strom. Das wollte ich euch noch mal zeigen. So sieht das Innenteil aus, was ihr im Wohnwagen habt. Das heißt, hier habt ihr Bedienbereich. Und das ist das Außenteil. Das hängt ihr quasi wirklich einfach in die Fenster ein. Das ist wirklich ein perfektes System. Wie gesagt, wir waren bei 37 Grad in Italien und ich bin wirklich empfindlich, mittags im Wohnwagen schlafen. Also die haut einen echt um. Man glaubt nicht, wie stark die ist. So, das war's von mir bei der Messe 2022. Ich habe euch eure Fragen ordentlich beantwortet und auch an die anderen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen von dem, was wir euch gezeigt haben. Wir verabschieden uns. Wir sehen uns nicht kommendes Wochenende, sondern nach das Wochenende beim Campercamp. Schaut mal bei YouTube nach. Campercamp ist richtig geil. Campercamp treffen sich YouTuber wie ich und natürlich auch noch größere, weil ich bin ja noch relativ klein. Ich hoffe, ich wachse noch. Und bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.